Also der Weltraum ist ein Gemeinschaftsgut, genauso wie der Ozean oder die Luft, die wir atmen. Und als solches gibt es dort auch Umweltverschmutzung. Und was Adler 1 macht, es misst diese Umweltverschmutzung und liefert dann diese Daten an die Wissenschaftler hier auf der Erde ab, damit wir sie verstehen können, damit wir damit umgehen können und damit wir es auch unter Umständen reduzieren und vermeiden können. Ich investiere in New Space, in Technologie, die im Weltraum verwendet wird. Und ich bin hauptsächlich interessiert an Technologie und Businessmodellen, die der gesamten Menschheit zugutekommen. Beim Adler 1 Projekt sind drei außergewöhnliche Partner zusammengekommen. Einerseits Spire, also ein Silicon Valley basiertes Unternehmen, das unglaublich viel Erfahrung und eine sehr reife Technologie im Satellitenbau hat. Findus Venture aus Oberösterreich, die in der Finanzierung und in der kreativen Prozess auch eingebunden waren, und das Österreichische Weltraumforum, um ein Instrument zu bauen, das für diesen Satelliten eingesetzt werden soll. Adler 1 ist ein sogenannter CubeSat, etwa 30 x 10 x 10 cm in einer Höhe von 500 km, und es ist ein bemerkenswerter Satellit, denn er ist in der Lage, kleinste Einschläge von sogenannten Space Debris, also Weltraumschrottpartikelchen, mit hoher Geschwindigkeit zu messen. Es ist letzten Endes eine Art Mikrofon im Weltraum.